Hola, cómo estás? And welcome to dem neuen Abendtest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute, wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, wieder was von M&M's an, wie ich es heute Mittag auch schon gesagt habe, nämlich die M&M's Peanut. Bam. M&M's, ja. Ich habe die heute Mittag ein bisschen kritisiert. Erstmal kurz überhaupt zum Design und so. Wir haben es hier, die M&M's Peanut, in so einem gelben Farbton gehalten. 250 Gramm haben wir hier auch drin, wie heute Mittag. Ihr seht schon direkt, die sind so ein bisschen dicker und der M hält hier auch eben schon den anderen M in der Hand und da ist eine Nuss drin. Das steht eben für Peanut, also eine Erdnuss ist dann halt noch drin, mit Schokolade umzogen und eben den Dingern. Wo ich direkt sagen muss, fast schon viel, also da zahlt man doch viel lieber die 4 Euro, als einfach nur Schokolade mit so einem Ding umzogen. Weil da habt ihr wenigstens noch eine Nuss, die ein bisschen Nährstoff enthält im Vergleich zu Zucker und Schokolade. Also ja. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall besser, wenn ihr zu M&M's greift Peanut als alle anderen. Ja, so viel dazu. Tut ihr auch, glaube ich, das Beste für euren Körper. Responsibly sourced Cocoa, also 100% responsibly sourced Cocoa. Hatten wir das Siegel gestern? Ich glaube fast nicht, oder? Ja, so viel dazu. Aber hier zahle ich auch lieber die 4 Euro, weil da hat man halt wenigstens noch Nüsse drin. Und die sind wenigstens ein bisschen, zumindest Erdnüsse noch die, mit die günstigsten, aber so ein bisschen worth it. So, wisst ihr, wie ich meine? Naja, aber wie gesund das Ganze ist, auch im Vergleich, das schauen wir uns jetzt natürlich mal an. Hergestellt auch von der Mars GmbH, einer der größten deutschen Firmen, mit Postfach 1414 in 82004 Unterhaching. Schöne Grüße an aus Unterhaching. 100% zertifiziert, verantwortungsvoll bezogener Kakao, sehr nice. Ja, und ansonsten, Leute, kommen wir schon zu den Nährwertangaben, hier 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2190 Kilojoule, beziehungsweise 524 Kilokalorien. Ja, ist viel, aber ist nicht außergewöhnlich. Fett 26 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 11 Gramm. Kohlenhydrate 59 Gramm, davon ca. 53 Gramm. Was schon mal mega geil ist. Wir haben 13 Gramm weniger als bei denen heute Mittag. Allein das schon greift eher zu denen. Ist aber trotzdem über 50 Gramm, also immer noch nicht jetzt wirklich gut. Ja, scheiße. Eiweiß haben wir 9,8 Gramm, sehr nice, dank den Erdnüssen. Und Salz haben wir 0,11 Gramm. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben Erdnüsse 24%, in Milchschokolade 48% mit Zuckerüberzug. Also fast ein Viertel von dem Ding sind Erdnüsse. Ich dachte ein bisschen mehr, aber trotzdem nice. Zutaten, Hauptzutat Zucker, dann Erdnüsse direkt, sehr geil. Kakaomasse auch nice, Vollmilchpulver nicht mehr nice, Kakaobutter auch okay. Krass, von den ersten 5 Zutaten finde ich 3 okay oder gut bis okay, nicht schlecht. Dann Stärke, Palmfett, auch nicht zertifiziert, schade. Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Milchzucker, Stabilisator Gummi Arabicum, Shea-Fett, Butterreinfett, Dextrin, Farbstoffe haben wir E100, E120, E133, E160A, E160E, E170, ach Gott, too much E. Überzugsmittel Canaubawachs, dann Palmkernöl, auch nicht nachhaltig, Salz und ein künstliches Aroma, wo auch nicht da steht, woher. Klingt doch einfach toll. Also Sarkasmus. Ja, nee, auch nicht wirklich der Burner, nichts, wo ich sage, absolut gut oder nichts, wo ich empfehlen würde. Ja, deshalb Gesundheitsnote gibt es hier eine 5 plus. Bisschen besser als die heute Mittag, aber jetzt auch nicht großartig. Aber wir haben wenigstens Erdnüsse und ich bin sehr auf den Geschmack gespannt. Und ja, deshalb machen wir das Ganze auf und schauen mal, wie die guten Dinger schmecken. So, wir sehen schon, alle viel größer gehalten. So, und dann holen wir mal alle Farben raus. Also, wir haben grün, dann haben wir orange, dann haben wir blau, braun, gelb und rot. So, genau wie die anderen M&Ms, also wie die heute Mittag. Sonst noch eine Farbe? Nope. So, dann schauen wir mal. Erstmal gelb. Oh, ich wollte einen Querschnitt machen, das hat ja gar nicht geklappt. So, so schauen die auch, wenn ihr die aufbeißt. Sind da nur halbe Erdnüsse drin? Ne, schon ganz her. Mmh. Also schon mal viel leckerer oder viel mehr Substanz als die heute Mittag, die klassischen Schokolade. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die vom Geschmackserlebnis ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch so einen ganz besonderen. Ah, das waren zwei gemischt, glaube ich. Obwohl ich die ein bisschen besser finde als die heute Mittag,
kriegen die auch eine 1 minus. Aber trotzdem echt ein bisschen leckerer, minimals gesünder. Ja, ob die 4 Euro wert sind, meiner Meinung nach auch nicht. Also klar, ihr habt relativ viel, 250 Gramm, aber es ist halt alles echt ungesund. Ich bin Fan von der Mars GmbH, aber eher wegen dem Vermögen und dem wirtschaftlichen Erfolg, weniger wegen den Produkten. Aber ja, wenn die Leute drauf abfahren, Marketing ist gut. Schmeckt ja auch nicht schlecht, aber 4 Euro wert, nee, wirklich nicht. Leute, das war's mit den M&M's Peanut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich glaube, die feiern schon mehr als die normalen Schokolade, aber kann mich auch täuschen. Deshalb schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder beim nächsten Test. Ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben, niemals aufgeben. Und bis morgen Mittag, Leute. Ciao, ciao.